Yo Leute und herzlich willkommen zum 20. Türchen des CSGO Adventskalenders 2018. Jungs, der CSGO Adventskalender geht ziemlich schnell vorbei dieses Jahr, also mir kommt das vor, als wäre das erst die erste Woche oder so. So, heute gehen ja auch wieder drei Preise raus an euch, und zwar starten wir mit dem ersten Preis, wären Operation Hydra Key. Dann als zweiten Preis habe ich eine PP Bison Judgment of Anubis in Field Tested. So ganz dicker drauf sehe ich, das ist ziemlich abgekratzt, ist so, dass man nur noch die Schrift sieht. Okay, interessant. So, und der dritte Preis wäre heute eine AK-47 Redline in Field Tested. Hier noch ein Face-Sticker und ein Nip von Faceit, von der Faceit Major. Sexy Ding, sage ich nur. Die Gewinner von gestern setzen heute natürlich wieder aus und die Gewinner von heute werden morgen aussetzen. Aus was für einen Grund? Der Grund ist deshalb, dass jeder Gewinner einmal einen Tag aussetzt, damit dann auch die anderen Leute eine Chance haben zu gewinnen. So, der erste Preis war ja dann auch der Operation Hydra Key. Und der geht heute raus an den Ivano Dele Snenso. Good luck an alle, hat er kommentiert. Ja, Glückwunsch mal an dich, Mate. Der zweite Gewinner, beziehungsweise der zweite Preis war ja die Pipi Bison Judgment of Anubis. Und die geht heute raus an den Dean. Finde es gut, dass Valve sich wieder ein bisschen mit CS beschäftigt. Wie mit dem Schnee und so. Ja, finde ich auch nice. Ich hoffe, das bleibt doch so, beziehungsweise da kommt in Zukunft noch mehr. Nur, mal Glückwunsch an dich, Dean. Du hast es, glaube ich, zum zweiten Mal schon gewonnen oder zum ersten Mal. Ich bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher. Aber egal, Glückwunsch mal an dich, Mate. So, und zu guter Letzt, die AK Redline. In Fieldsess, die geht heute raus an den Solid MDH. Mist, wieder nichts. Trotzdem noch viel Glück an alle. Mate, Glückwunsch an dich. Du hast ja heute die AK-47 Redline gewonnen. Alle Gewinner werden wie immer unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. Dort antwortet ihr mir dann bitte einfach nur mit eurer Trade-Well und dann bekommt ihr auch euren Preis in den nächsten 24 Stunden zugeoffert. Und nicht vergessen, am 24. Dezember gibt es ja dann noch einen Hauptpreis, und zwar ist es ein Bowie Knife Knight in Minimal Wärme. Es hat eine relativ gute Float, man sieht sogar wie so gut wie gar keine Scratches. Maximal hier vielleicht auf der Blade ein paar Kleinigkeiten, aber ist sonst an sich sehr clean. Und der Gewinner von dem Video wird aus den Kommentaren von Türchen Nummer 18 gezogen. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung und oben rechts wird dann auch noch eine Infocard auftauchen. Wenn ihr dort draufklickt, kommt ihr dann zu dem Video. Wenn ihr dort noch nicht kommentiert habt, beziehungsweise dass ihr das Video noch nicht geliked habt, solltet ihr das tun, nicht, dass ihr dann bei der Ziehung am 24. nicht dabei seid beim Hauptpreis. Und um dann bei der morgigen Ziehung mit dabei zu sein, müsst ihr dieses Video hier positiv bewerten, einen Kommentar unter diesem Video hier schreiben und ein Abonnent meines Kanals sein. Dann seid ihr auch bei der morgigen Ziehung mit dabei. So, was haben wir noch an Skins, was hier noch so rausgeht? Wir haben noch eine Farmers Roll Cage, eine MP7 Nemesis, ein FN, eine Chatterbox in Valron, eine Dezimeter in Minimalware, noch eine Redline in Field Tested mit 4 Rob Sticker drauf. Dann noch eine AWP Mortis, noch eine PP Bison Judgment of Anubis, eine OMP Primal Saber in Minimalware, eine Nova Hyper Beast in Field Tested und dann noch eine M41 Cyrex in Field Tested. Und damit das Video nicht zu kurz wird und ich auch gerade Bock drauf habe, die will ich noch schnell eine Kiste auf. Und hoffe einfach jetzt mal auf das Beste. Also Knife oder sowas. Und da ziehe ich dann die Desen wieder vorbei ziehen. Und dann wird es losgehen. Desert Eagle Oxid Blades. Nice. Oh mein Gott. Wie gesagt, die Gewinner werden unter deren Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. Und bitte einfach nur mit eurer Trade-Well antworten. Dann wünsche ich euch auch nur noch viel Glück für die morgige Ziehung und sage auch nochmal noch Ciao und bis morgen, euer Alex.